Es wird doch einen gerechten Kampf geben. Nein, tut mir leid. Bitte geht mir nicht mit euren lächerlichen Forderungen auf den Geist. Hey, zu schade, Junge. Wirklich zu schade. Und damit herzlich willkommen zum Rematch Marshall gegen Philipp. Ja, das letzte Mal hatte werte Herr Longarm ja ziemlich, im wahrsten Sinne des Wortes, alt ausgesehen. Und nun gibt's ja das versprochene Rematch mit den neuen Burgen. Wie ich ja schon im letzten Match einmal erwähnt habe, als hier Marschall, Philipp und Friedrich zusammen gekämpft haben, der Marschall hat jetzt die Efrey-Burgen drin. Zumindest drei der Efrey-Burgen, bei denen die Produktion auch wirklich in der Burg ist und der Marschall jetzt nicht komplett hier mit verbundenen Augen und zusammengebundenen Händen hier durch die Gegend läuft, weil so extrem wie der Marschall ist keine KI hier im gesamten Spiel gehandicapt. Von daher finde ich das durchaus gerecht. Aber schön, ansonsten bleibt alles wie gewohnt, auch die Position von damals belassen wir einfach bei und wir schauen einfach mal, ob der Marschall sich mit den neuen Burgen besser schlägt. Er ist auf jeden Fall stärker, die Frage ist die, reicht das, um Philipp jetzt zu besiegen? Das letzte Mal war Philipp ja ziemlich eindeutig überlegen. Mal gucken, wie viel die neuen Burgen ausmachen. Wir werden überfallen. Die Löwen greifen an, Herr, der Lord wurde ermordet. Toll, das war's schon wieder. Okay, das war's mit dem KI-Kampf, wir sind tot. Also, irgendwann muss ich einfach mal eiskalt beenden. Spiel verloren, einfach Niederlage einblenden oder so. Aber schön, der Marschall baut diese Burg. Ich glaube, das ist nicht die mit allen Produktionsstätten drin, aber mit auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, es waren 4. Oder sogar 5 bis 6. Also ich glaube, wie viel waren es nochmal? Ich glaube, 6 Stück sind sogar tatsächlich Maximum. Und nur mit einer Burg hat er wirklich alle 6 drin. Hier dürfte er wahrscheinlich 4 drin haben und 2 außen. Und da ist der... Alter, was war denn das für ein Snipeshot? Okay, der war gut. Der war wirklich gut. Ich meine, der Tribok jetzt vom Marschall wird bestimmt einiges drehen können in dem Spiel. Andererseits, die Ballisten von Philipp können ihn eigentlich wunderbar wegsnipern. Der müsste eigentlich noch in Reichweite. Jep, er ist in Reichweite. Aber der Snipeshot auf die Balliste, der war echt nicht schlecht. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja, es ist die Burg mit 4 Produktionen innen und 2 außen. Aber es geht. Ich meine, er hat 2 Pfeilmacher drin, was schon mal wunderbar ist. Und einmal Rüstung und einmal Waffenschmied, die jetzt wirklich sicher produzieren können. Damit kann man schon mal was anfangen. Wie gesagt, es gibt auch eine, die hat sogar alle 6 Produktionen drin. Die ist dann natürlich Nonplusultra für einen Marschall. Aber wie gesagt, die Waffen- und Rüstungsproduktion von, was Eisen angeht, ist nicht immer das Optimalste, weil sobald mal seine Eisenminen sowieso außer Betrieb sind, dann kann er eh nicht mehr richtig produzieren, wegen diesem blöden KI-Bug da. Und da kommt Philipp, ich habe auch sonst gedreht, obwohl ich nicht wollte, da kommt Philipp mit Rittern. Mit was auch sonst. Obwohl sein erster Lanzenträgerangriff sollte auch nicht so weit auf sich warten lassen. Oh, und Marschall kontert zurück. Und die Ritter sind derzeit noch gleich stark. Für alle, die sich fragen, warum Philipp so tapfer ist. Mein Hallo. Rücken zum Meer. Wie wir alle wissen, Franzosen scheuen das Wasser. Irgendwann geht gleich schon mal wieder mit ein paar schönen Diss-Sprüchen los. Aber hey, ist ja mittlerweile fast Tradition, ne? Der kommt... Ja gut. Ja, Geldprobleme. Ich guck gerade mal. Also Marschall hat tatsächlich weniger Geld als Philipp. Liegt es unter anderem am Tribok, den er immer wieder aufbaut? Oh, aber er geht mal mit seinen Rittern... nicht in die Offensive. Er verteidigt seine Farm und lässt sich von der Balliste abballern. Das könnte durchaus noch spannend werden. Jetzt ist der Marschall nicht mehr so komplett in der Opferrolle, aber am Dominieren ist er auch nicht wirklich. Oh, der war gut. Jetzt hat er tatsächlich den Turm halb kaputt geschossen. Er hat ihn verkrüppelt. Marschi, Vorsicht. Ja, die Ballisten können da halt wirklich wunderbar die Leute snipern. Gut, aber der Marsch hat noch ganz gut was an Eisen übrig. Da müssten eigentlich einige Ritter bei rumkommen können. Oh, Marsch hat auch einen Schwertkämpfer unterwegs. Wie unglaublich vehement der jetzt seine Tribocke besetzen will immer.
Ach, jetzt will er die andere Balliste erschießen. Na, wenn er das auch noch schafft, dann ist er auf einem echt guten Weg. Oh, hat's auch einen Priester erwischt. Was macht Philipp eigentlich für eine Burg? Oh, oh. Ja, okay, das verspricht dann wirklich ein interessantes Match zu werden, weil Philipp baut auch eine von seinen starken Burgen. Gut, sie hat den großen Nachteil, wenn sie angezündet wird, guckt man ziemlich in die Röhre. Ist das so? Ich glaube, das ist sogar genau die, die auch bei dem letzten 3 gegen 3 Kampf dabei war. Ich habe jetzt vorhin mein Testmatch gemacht, hat Philipp eine ganz kleine gebaut. Aber das ist wieder eine mit einer richtig heftigen Produktion. Damit kann Philipp eigentlich wirtschaftlich ein kleines bisschen mithalten dann auch gegen Ende. Oh, Ritterkampf. Genau deswegen machen wir das Duell, dass sich hier die Ritter gegenseitig battlen. Oh, Marschall wird mal offensiv mit seinen Rittern. Sich direkt vor die Balliste zu stellen, sich abballern zu lassen, ist aber nicht unbedingt... Was soll's? Marschall, das kannst du besser, denke ich. Vielleicht. Onstribokus Schisibus. Der kriegt den Turm vielleicht sogar echt noch kaputt. Die Ritter haben auf jeden Fall ihren Spaß, aber sie werden zumindest noch konstant von Bogenschützen beballert, weil die auch immer schön nachbauen kann. Auch wenn er die sehr weit verstreut. Ich finde sowieso lustig, dass der Marschall jetzt schneller gute Dinge hat als Philipp. Normalerweise ist Philipp da immer schneller drin. Und der Marschall schickt jetzt auch ganz gut Patrouillen raus und Schützen. Das sind jetzt nicht nur die, die buddeln sollen, sondern auch welche, die jetzt bei den Farmen eigentlich platziert sein sollen. Tatsache, er hat jetzt beide verkrüppelt, beide Türme. Alter Falter, Marschall. Jetzt haben sie natürlich seine Ritter auch ein besseres Spiel, weil die wurden ja oftmals beim Patrouillieren jetzt immer von den Ballisten weggeschossen. Und auch seinen Tribok kann dauerhaft schießen. Das war durchaus ein cleverer Schachzug. Die Sache, das ist ja noch nicht mal gewollt von der KI. Also, es ist jetzt keine Taktik von der KI zu sagen, ich schieße jetzt den Turm so halb kaputt, dass der nicht mehr aufgebaut werden kann. Es ist halt einfach so, die KI sagt, okay, Turm zerstören. Zack, Lebenspunkte sind auf Null runter. Okay, für die KI ist dieser Turm zerstört, auch wenn er noch so Hälfte dasteht. So mit diesen Ruinen. Ich meine, die sind optisch schon irgendwie cool, dass solche Ruinen hier eingeführt wurden. Aber man hätte der KI wenigstens sagen können, dass sie die abreißen kann. Abreißen. Und sieht KI doch auch immer so super im Turm abreißen. Mit weichem S. Reitet weiter, meine edlen Ritter. Reitet weiter. Wie viele Ställe hat der Marschall eigentlich? 2, 4, 6. Und 6 mal 4? 24 Ritter. Das ist eigentlich ganz ordentlich. Die meisten davon setzt er ja eh offensiv ein. Das könnte dann ganz interessant werden. Da kommt Philipp wieder mit Lanzenträgern. Okay, Philipp geht doch mit der Produktion. Gut, ich meine, er hat eine gute Produktion, aber dennoch könnte er so langsam Probleme bekommen. Die kam jetzt nicht weit. Vor allem, wenn jetzt ständig das Tor weggeballert wird. Die 20 Steine kosten auch einiges. Man darf auch nicht vergessen, wenn man Steinsachen von Philipp kaputt macht, dann tut es schon weh, weil er muss das Stein kaufen. Philipp ist die einzige KI, die keinen einzigen Steinbruch baut. Aber dafür eben 3 Eisenminen hat. Und das ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Von daher... Ja, und 3 Eisenminen, ob das jetzt reicht, um so eine Produktion wie hier konstant laufen zu lassen? Gut, das könnte eigentlich hinhauen. Da erwischt jetzt wieder die Eisenminen vom Marschall. Aber er hat schon erste paar Schwertkämpfer gebaut für den Angriff irgendwann mal. Auch wenn sich das wahrscheinlich noch ein bisschen ziehen wird. Schießt der Marschall eigentlich noch? Nun eben nicht. Ja, ich würde mal sagen, das wird jetzt tatsächlich Krieg, wer hungert den anderen am besten aus. Marschall hat gerade keine großen Finanzen mehr und Philipp geht auch so langsam runter. Ah ne, jetzt ist er bei 4000. Der schwankt ganz so ein bisschen hin und her. Na gut, wenn er einen Angriff macht gerade, klar. Jetzt bereitet er sich für den nächsten Angriff vor, dementsprechend kommt wieder was dazu.
Das ist jetzt so eine Sache. Schafft's Philipp, den Marschall stark genug zu schwächen? Kontinuierlich. Meinen wir den beiden Ballisten? Wenn der Marschall jetzt noch seinen Triebwerk weiter einsetzen könnte, könnte er Philipp ganz schön gut kriegen. Solange Philipp jetzt aber weiterhin schön die ganzen Außengebäude kaputt macht und der Marschall mit Bauen nicht hinterherkommt, dann wird's natürlich problematisch. Gerade massig Rüstung. Oh, er schießt wieder. Ah, ja, na klar. Junge, sei vorsichtig, dass du hier nicht den Turm kaputt schießt. Klar, er braucht erstmal wieder Steine. Er hat hier ja Geldprobleme. Er hat gar keine Steine mehr zum Schießen gehabt. Deswegen. Dennoch wäre ich vorsichtig an deiner Stelle. Was hast du eigentlich gegen die Priester, dass du die immer anvisierst? Gut, bei Philipp laufen die Priester ja immer irgendwie an der Front rum. Warum sind die Priester hier mutiger als die Soldaten? Das sind bestimmt Leiharbeiter aus dem Ausland. Besser gesagt Gastarbeiter. Leiharbeiter. Vielleicht sollte diese Ritterbedrohung eigentlich dann vorbei sein. Ja. Bogenschützen hat der Marschall mittlerweile ganz ordentlich eigentlich. Der kriegt die Lanzenträger gut weggeballert. Dem sind wohl eher die Ritter. Aber gut, Problem sind die Ritter, ist eine wunderbare Zusammenfassung von Philipp. Und das ist auch cool, dass sie sich über den Burggraben betteln können. Vor allem, der ist auch noch zwei breit. Ich meine, gut, dass der Speerträger hier quasi über diese Reichweite zupieksen kann, okay, aber dass der Bogenschütze mit seinem kleinen Dolch dann gegenstechen kann, okay. Na gut, es gibt hier keine unterschiedlichen Nahkampfreichweiten. Tschüss, Triebbock. Obwohl, überlebt er das? Das hat er echt überlebt. Ich meine, es erstaunt mich immer wieder, wie viel die Triebbocker eigentlich aushalten. So, gut, bei Ballisten gehen die genauso schnell down wie alle anderen Belagerungsgeräte auch, aber was Nahkämpfer angeht, halten die echt gut stand. Ist nicht wie beim Age of Empires 2 Intro, dass da so ein paar Ritter kommen und die hacken zwei, drei Seile durch, das ganze Ding fällt zusammen. Das Ding, das braucht keine Versicherung wahrscheinlich. Das ist eine Triebwerkversicherung, das wäre auch was Cooles. Jetzt erwischt's ihn aber, oder? Ja. Ja, der Marsch hat nach wie vor aber ein gewaltiges Problem. Und zwar kommt er jetzt wirtschaftlich nicht wirklich auf die Beine. Mit seinem Rollator. Marsch ist gerade der Bitch. Ah ja, klar, deswegen hat der Marsch hier so viel Kampfbonus. Klar, ist ja Freiburg und ich glaube, da ist mehr drauf gesetzt, hier Marsch Gartenbonus zu geben. GB steht nicht für Großbritannien, sondern für Gartenbonus. Das heißt, Marschalls Ritter sind dann tatsächlich sogar stärker als Philipp seine. Wie schon mal erwähnt, bei so schnell stackenden Einheiten wie Rittern macht der Kampfbonus nochmal ein gutes Stück mehr aus. Noch ist das Ding aber nicht gegessen, denn der Marschall kann immer noch zumindest weiter Bögen produzieren. Er wird weiterhin unter Druck gesetzt und Philipp gerät nicht wirklich eher in die Bredouille. Oh, Frankreich. wo liegt die Bredouille eigentlich in Frankreich? Ah, hier. Philipp gerät überhaupt nicht in Schwierigkeiten. Habe ich Friedrich gesagt? Philipp? Vielleicht habe ich auch gar nicht gesagt. Hier und da bin ich verwirrt und weiß nicht, was ich spontan gesagt habe. Ich meine, ich verwechsel Friedrich auch oft gerne mit Richard. Also ich denke immer oft an Richard und sage dann auf einmal Friedrich. Der Mund macht was anderes, als der Kopf befiehlt. Das ist natürlich doof, wenn das Ausgangslager weg ist. Oh nein, das Bier! Nein! Oh, jetzt kommen ein paar Schwertkämpfer mal raus. Aber es wird langsam ein bisschen eng für den Marschall. Und Philipp reißt wieder seine... Hä? Oder geht seine Bevölkerung hoch? Nee, hat er seine guten Sachen abgerissen? Warum tust du das?
Ja, aber der Marshall könnte jetzt echt so einige Probleme bekommen. Weil er wird tatsächlich zurückgedrängt. Selbst mit seiner neuen Burg und besserer Produktion, Philipp geht einfach zu sehr mit Rittern auf den Sack. Der Marschall kann noch besser mit Rittern auf den Sack gehen, aber erst im späteren Spiel. Philipp greift früher mit Rittern an, der Marschall dafür später aber stärker. Einfach mit mehreren. Mehreren. Philipp setzt immer 4 bis 5 ein, hier und da mal auch 6. Aber der Marschall, der kommt ja gerne mal mit 18 Rittern in die Offensive oder so, um irgendwas kaputt zu machen. Aber so weit muss er erstmal kommen. Ich meine, mit seiner neuen Burg ist er wehrhafter und durchaus für KI-Kämpfe besser zu gebrauchen, aber wie es aussieht, für einen Sieg gegen Philipp, zumindest gegen diesen Philipp reicht es nicht aus, wie es aussieht. Das ist jetzt ein wirtschaftlich starker, der ganz Mini-Philipp, der mit nur einem Bogen und einem Lanzenmacher, ich glaube, der würde viel langsamer angreifen, weil er, ich meine, der hat ja kaum was. Mit dieser ganz kleine Philipp, was hat er an Produktion? Er muss sich alle Schwerter und Rüstungen kaufen. Er kriegt das bisschen Eisen rein. Der würde tatsächlich wirtschaftlich auslaufen. Und damit der Marschall sich wieder aufbauen kann. Aber dieser Philipp hier, der kriegt den Druck aufrecht gehalten. Er nagt gerade ein bisschen an der Burg. Oh, Türmchen kaputt. Ja, damit kann er dann gleich wieder seine schöne Balliste aufbauen. Zumindest wenn Philipp auf die Idee kommt, dass es mal cool ist. Ja gut, er muss erstmal die Steine kaufen. Das macht er derzeit einfach nicht. Triggert das mit was ganz Bestimmten? Wahrscheinlich, wenn er hier wieder in Bedrängnis gerät oder so. Er hat sogar Bögen gelagert. Guckt es euch an. Ah, Philipp, 5000 Gold. Wenn jetzt Philipp sehr wenig Finanzen übrig hätte, würde ich Marschall noch eine Chance einräumen. Aber so wird es schwierig für den Herrn. Für Papa Schlumpf. Los, Bär, wehre dich. Tatsache ist die, wenn der Marschall sowas wie eine... Was halt auch wirklich effektiv ist gegen Ritter, was man gerne unterschätzt, zumindest gegen KIs, die Ritter einsetzen, ist tatsächlich, wie Philipp eben hat, eine Balliste oder sowas. Die treffen zwar meistens nicht, aber die Ritter bleiben gerne mal stehen, nachdem sie ein Gebäude zerstört haben. Und diese paar Sekunden reichen für die Balliste, um dann wirklich mal ein paar ordentliche, saftige Treffer zu landen. Gut, Optimum sind immer noch Armbrustschützen, aber das kann man von den wenigsten KIs verlangen. Gut, es gibt immerhin 4 KIs, die Armbrustschützen einsetzen. Schwein, Wolf, Friedrich und Sheriff. Hossa, wieder Ruckler. Ja, so langsam wird's eng für einen Marschall. Da kriegt ja noch nicht mal mehr seinen Ausbildungslager wieder aufgebaut. Oh! Man kann ja schon rein. Das ging schneller als gedacht. Jetzt ist einfach der Kornspeicher geschnetzelt worden. Schnetzel. Alter Falter, hat sie Lanzenträger zersägt. Na jetzt wird wirklich... Oh, jetzt hat er sogar seine ganzen guten Dinge weggemacht. Hilft's für viel? Ja, er hat nicht Stein um jetzt. Ja, ich glaube, es kommt jetzt ein bisschen auf den Philipp an. Der neue Marschall kann bestimmt so einen schwachen Philipp eventuell besiegen. Aber gegen den Philipp? Da waren einige Leute dann doch zu optimistisch. Einige haben jetzt gesagt, oh, der neue Marschall macht Philipp bestimmt kaputt im Rematch. So einfach ist es dann doch nicht. Komm schon wieder, Lanzenträger. Hat sich ja nicht mal wieder zugebaut. Aber gut. Er hält sich noch. Ja, komm schon wieder, Ritter. Und der Kornspeicher wird gleich wieder. Oh, erstmal die Waffenkammer. Ah, die wurde vorhin schon gemetzelt. Und jetzt auf die Mauern. Wirklich, Philipp? Jetzt haut es noch die letzten Schwertkämpfer weg.
Wahrscheinlich mit dem nächsten halbwegs großen Angriff wird es das gewesen sein für den Marschall. Und jetzt kommen schon sehr viele Störlanzenträger quasi. Also Philipp kann gerade gut spammen. Marschall ist einfach immer noch zu passiv, um wirklich... Es verläuft nicht gerade wunschgemäß, oder? Ja, würde ich sagen. Und da haut schon die Bogenschützen langsam weg. War das jetzt eigentlich ein... Also so oft, wie Philipp mittlerweile die Lanzenträger reinschickt, aber er schickt eigentlich keine Lanzenträger zum Stören. Er hat eigentlich nur Ritter. Er schickt eigentlich nur Lanzenträger zum Angreifen. Aber mich wundert es gerade, dass er die wirklich in solchen schnellen Raten loshämmert. Also man merkt, man sollte Philipp nicht unterschätzen, zumindest was Druck machen zu Beginn angeht. Auch mit der neuen Burg ist der Marschall klar immer noch so unterstes Ende von den KI-Stärken. Also er ist stärker als Ratte und Sultan war er ja vorher schon quasi, obwohl es bei der Ratte immer drauf ankommt, wie schnell die Ratte gerade hier aus den Puschen kommt und angreift. Aber eine Schlange wird der Marschall wahrscheinlich immer noch nicht besiegen können. Ich meine, die Schlange ist eh ein totaler Hardcounter für den Marschall, einfach weil die mit so vielen Bogenschützen spammt, dass seine Burg einfach hoffnungslos leergeräumt wird. Und alle arabischen KIs außer dem Sultan dürften den Marschall eigentlich auch niederwatzen. Zumindest im Duell. Wie gesagt, der Marschall ist tatsächlich eher ein Teamkämpfer. Er müsste tatsächlich im Team mit jemandem kämpfen, der ihn beschützt. Dann kann er richtig gut austeilen, wenn er lang genug Ruhe hat. Das gleiche wie mit Friedrich. Obwohl der Friedrich sich jetzt zumindest ein bisschen verteidigen kann, eine Weile. Aber Le Kampf geht zu Ende. Achso, die gehen jetzt schon das Torhaus hoch. Kann sich natürlich auch leicht machen. Philipp lässt sich schön Zeit, ich merke schon. Jetzt macht er sich den eigenen neu geschaffenen Durchgang, macht er sich gerade kaputt mit dem Ritter, wunderbar. Was machst du, Philipp? Ja gut, der Marschall hat immer noch Sachen zum kaputt machen da. Dafür kannst du auch deine Ritter einsetzen, Junge. Genau, erstmal noch ein paar eigene Ritter. Das hat er von Witchy gelernt, glaube ich. Im Auslandssemester. Was schießen die Katapulte eigentlich direkt an? Die schießen eigentlich so ziemlich genau auf das alte Innentor hier. Und wechseln auch das Ziel nicht wirklich. Na gut, KIs und Katapulte ist immer so eine Sache. Oh, aber Philipp ist tatsächlich, der hat jetzt so schnell immer angegriffen hintereinander und so schnell Sachen geschickt, dass er tatsächlich finanziell jetzt mal unten ist. Und dadurch jetzt tatsächlich ins Stocken gerät. Leider zu spät. Ein paar, so 5 Minuten früher wäre das passiert, oder 10 Minuten, dann hätte der Marschall jetzt echt gut zurückschlagen können. Aber so... Tut mir leid, Marschi. Selbst mit den Deutenburgen kriegst du es nicht hin. Aber er hat zumindest bessere Chancen zu Anfang gehabt, muss man sagen. Vor allem, als er die beiden Türme kaputt gemacht hat, als er ein bisschen voranging mit seinen Rittern, dachte ich echt, jetzt wird's langsam, aber dann war Philipp doch zu penetrant. Ach da! Ich wollte schon sagen, ich sehe den Pfeil irgendwie, wenn ich runterkomme. Wo denn? juckt mich nicht, du triffst mich doch eh nicht. Wenn ständig ein Pfeil nur so einen halben Meter neben mir einschlagen würde, weiß nicht, ob ich das so ruhig liegen bleiben könnte. Ich würde nicht davon ausgehen, ach, weiter schießt er eh nicht. Nee, nie im Leben. Ich mach mal ein Mittagsschläfchen. Na komm, Philipp, bring's zu Ende. Und du musst jetzt extra deswegen, weil du jetzt dich die letzten paar Lanzenträger hochbekommst. Nur weil du in deinem Alter nicht mehr hochbekommst. Ah nee, Leute, das müsst ihr auf Marschall zutreffen. Aber nur. Gut, beim Philipp vielleicht allgemein. Aber nur deswegen muss ich jetzt schneiden, nur weil du jetzt deine Lanzenträger nicht gescheit
eingesetzt kriegst. Komm, der Angriff kommt doch jetzt eh. Ich weiß genau, wenn ich jetzt sage, ich schneide jetzt, dann kommen genau dann die Lanzenträger auf einmal. Wie lange die Katapulte auch aushalten, also gut. Schießen jetzt. Die chillen immer noch ihr Leben hier. Ja, er ist immer noch am Ausbilden. Ich wollte schon sagen, das wäre es jetzt, oder? Stell dich mal vor, Philipp backt dich einfach fest und der kann keine Lanzenträger mehr bauen oder sonst irgendwas und greift einfach nicht mehr an. Boah. Ja gut, dann kann man einfach hingehen und sagen, ja, Philipp hat trotzdem gewonnen, weil das ist dann wirklich nur aufgrund eines Bugs, dass sein Sieg verhindert werden würde. Was anderes beispielsweise beim Match, als noch hier Philipp und Sultan übrig waren und Philipp ihn einfach nicht besiegen konnte, weil Sultan einfach zu viele Bogenschützen auf dem Bergfried hat. Da kann man tatsächlich sagen, okay, der Sultan war einfach defensiv stark genug aufgestellt, dass man es echt als einen Unentschieden werden kann, weil Philipp schafft es auch mit voller Kraft nicht, ihn zu töten. Ja, gleiches. Eigentlich. Das ist übrigens einer der Gründe, weil... Es gab jemanden, der hat auch vorgeschlagen, warum macht man nicht einfach 40k-Matches? Dann können die KIs mit starker Wirtschaft sich auch ordentlich ausbauen. Aber das ist eben die Sache. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum die KIs, die starken KIs nicht... Also, nehmen wir als allerbestes Beispiel den Wolf. Der Wolf würde mit 40.000 Gold jeden KI-Kampf gewinnen. Ausnahmslos jeden. Denn sobald der Wolf mal seine Burg fertig hat, ist der uneinnehmbar. Also eigentlich mit jeder Burg, selbst mit der Achter, gegen eine einzelne KI, gegen einen einzigen Gegner. Es wird niemanden geben, der den Wolf besiegen kann im Duell. Niemand kann ihn kaputt machen, wenn er sich mal voll ausgebaut hat. Und dann sogar noch Geldreserven hat, das kommt mit hinzu. Deswegen, die einzige Chance, den Wolf im Duell zu besiegen für andere KIs, ist, ihn halbwegs früh zu schwächen, bevor er eben vollständig ausgebaut ist. Und das ist der Grund, warum die KI-Kämpfe meistens auf diesen 10.000 Gold sind, weil das beste Balancing aus, okay, die KIs haben was, um sich aufzubauen, aber es ist nicht so viel, dass im Prinzip sowohl die Wirtschaftlichkeit scheißegal ist. Ja, da sieht man es, Philipp hat gerade nicht genug Eisen, um weiter zu produzieren. Es ist dann halt nicht so viel, dass die Wirtschaft komplett scheißegal ist, um hier, um zu sagen, okay, die Wirtschaftlichkeit der KI zählt mit rein. Es ist halt einfach nicht so viel, dass die KI sagen kann, ich baue mich sofort mit allem auf, was ich habe. Gerade bei einem Wolf oder bei einem Saladin ist das halt einfach übel. Und ich finde, man sollte, wenn sie schon die Schwäche haben, dass sie sich relativ langsam aufbauen und lange für ihren Aufbau brauchen, man sollte diese Schwäche nicht einfach entfernen. Weil dann hat man einfach Nonplusultra-KIs geschaffen, bei denen die KI-Kämpfe schon fast langweilig werden, weil die immer alles wegmatzen. Wie gesagt, ein Wolf oder ein Saladin mit 40k, das sind die beiden Kings in dem Spiel. Nur mit weniger Gold wird es dann interessant mit diesen Charakteren. Und Philipp, du greifst nicht an. Na gut, dann schneide ich eben. Alles klar, wir sehen uns, wenn es hier den nächsten Lanzenträgersturm gibt. Na, was habe ich gesagt? Es sind jetzt 10 Sekunden oder so vergangen. Da sammelt auf einmal seine Lanzenträger. Ich habe schon gleich gewusst irgendwie. Ich mache jetzt... Es sind aber gar nicht so viele. War das nicht letztes Mal mehr? Gut, die dürfen jetzt aber reichen. Ist schon wieder gleiches Syndrom wie jetzt bei Saladin meistens, dass er manchmal ganz wenig Schwertkämpfer schickt und auf einmal dann so eine unglaubliche Armee. Ich glaube, der Marschall... obwohl, das wird knapp. Er hat's geschafft. Alles klar. Jetzt einfach wieder nach Hause gehen. Einfach Marschall sagen. Boah, das war ein Pixer, der gefehlt hat. Na, da hat er recht. Schon wieder verloren. Na, jetzt ist Philipp auch voll... Ah, deswegen ging wahrscheinlich viel Geld weg, weil das eine ist. Die war wieder geschnitten. Dann wird da so ein paar ganz typisch französische Sachen gemacht. Aha, Jugendschutz und so. Aber ja, deswegen hat Philipp wahrscheinlich so viel Knete ausgegeben. Er hat schlicht wahrscheinlich einfach seine Religion fertig gebaut, weil das ist ja wirklich ein Riesenkomplex, den er da hat. Aber sobald er mal läuft, ist er ganz gut verdienen damit. Weil da müsste wirklich fett Religionsbonus haben. Zusammen mit der positiven Beliebtheit. Gut, er hat keinen Bierausschank, aber dennoch reicht das, um ordentlich was rauszuholen. Aber ja, getötete Truppen. Marschall hat am meisten getötet, ist ja klar, da hat er die ganze Zeit verteidigt.
Ja, Marschall hat halt kaum Güter reinbekommen. Das ist heftig. Er wurde halt ständig von den Rittern gepiesackt. Aber er hat auf jeden Fall bessere Chancen, da er konstant jetzt wenigstens produzieren kann. Er ist jetzt nicht komplett gleich von zu Beginn in der Defensive gewesen. Er hat sich jetzt länger halten können, aber bei zu viel Druck kommt der Marschall immer noch nicht klar. Was hauptsächlich, wie schon oft erwähnt, einfach am Waffenkauf liegt. Er hat eben nicht die Armbrustschützen, die Friedrich hat, um sich effektiv gegen Ritter zu verteidigen. Er bräuchte einfach viele Truppen. Er bräuchte viele Bogenschützen. Er bräuchte selbst schnelle Ritter, um die feindlichen Ritter abzuwehren. Am Anfang hat es ja geklappt. Da hat er selbst genug Ritter gegenstemmen können, um die Philipps-Ritter aufzuhalten. Aber gerade zum Ende hin immer mehr hat man gemerkt, dass Philipps-Ritter einfach überwiegen. Aber alles klar. Dann war das Rematch Marsha gegen Philipp ohne Veränderung des Ergebnisses. Und dann bedanke ich mich soweit fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten KI-Kampf. Oh, du prächtiger Tag! Ich werde die Herrschaft über dieses schöne Land übernehmen.